Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Button Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Als ich zu dieser Kiste gehen wollte, kam ein weiterer von diesen Mega-Rüsselfliegen. Daher hoffe ich, dass es sich lohnt. Ein Windschneider. Mal gucken, wie mächtig der so ist. Dann kann ich ja eventuell, wenn der gut genug ist, wieder ein paar Sachen aus meinem Deck rausnehmen. 155, ja, und 1er Kombo. Tschüss, tschüss und tschüss und tschüss. Nein, nein, will ich nicht. Und ja, ich habe ein paar von den Ifrit-Säbeln, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich nicht genau mir sicher bin, wie ich es nun aussprechen soll. Ifriti, glaube ich. Und daher werde ich dich noch mal reinnehmen. Und ich hatte doch noch irgendwelche Windschwerter, wenn ich mich nicht täusche. Hier sind sie schon mal nicht. Ah, da. Oh, ich habe zwei davon. Ach stimmt, stimmt, aber ich hatte halt so viele von den Kronoschwertern, dass ich dann darauf umgestiegen bin. Na, jetzt habe ich niemanden mehr mit einer Kronoswaffe. Ach, scheiß drauf. Wir wurden gebeten, ein paar Tiere nach Gafajitma zu bringen. Ja, möchte ich. Bergschnucke weiß. Es gibt hier nämlich verschiedene. Und hier wäre ein Speicherpunkt gewesen. Na, das ist aber schön. Chaospanzer. Puh, okay. Okay, hier muss man rumlaufen. Irgendwo müssen hier auch noch andere rumliegen. Denn da war ja eine Bezeichnung für. Und Azursand. Gucken wir mal kurz, was das beides ist. Ich schätze mal, der Chaospanzer ist eine relativ gute Rüstung für Kallus und Gibberry. Und Liut. Oh. Da war ja noch Platz. Und Kallus Rang 6, alles klar. Hat einer von euch vielleicht eine andere Farbe? Ihr seht nämlich alle ziemlich gleich aus. Da hinten ist nämlich noch was. Ah, da. Ja, die möchte ich mitnehmen. Und Bergschnucke schwarz. Ja, das schätze ich mal war der Unterschied zwischen denen. Und ja, ich speichere nochmal, nicht wundern. Denn falls hier drin jetzt ein tatsächlich mal anspruchsvoller Kampf kommt, habe ich wenigstens das ganze Zeug vorher eingesammelt, als ich verkacken sollte. Zumindest zu Wiener werde ich mal noch schnell heilen. Die anderen beiden sehen eigentlich noch gut aus. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. So, ihr schnuckligen Bergschnucken, was ist denn in der Hütte? Where is this thing that Gramps left for me? I would also like to know about my father's legacy. Giacomo! Er lebt! Ich habe mich gerade daran erinnert, dass hier oben irgendwas war. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch ziemlich böse enden.
you supposed to be dead? Sorry to disappoint you, but it's not that easy. To get rid of us. You! It's been a while, hasn't it, Callus? After our fight at the Gold Obo, we kept a low profile and watched the story unfold. We weren't quite sure what was going on at first, to think we were tricked by a mere girl. I knew that the Emperor and Melodia were on good terms, but I never realized the girl was controlling the Emperor all along. What in the world is she? But keeping watch from Anuenue was a wise decision. Now we know the whereabouts of Larrikush too. You've been following us! Yes, though not all the time. We had preparations to take care of. Bjorg and Larrikush feigned their deaths perfectly 12 years ago. I believed you had all died in that explosion. Imagine my surprise when nearly a decade later, I heard rumors that there was an excellent engineer in Myra. I couldn't believe my ears when I heard the man had a grandson. Only one wing. I told him to stop, but he was obsessed with making stuff. He loved using his inventions to help people out. There was no end to his tinkering. My father, Georg, had a special talent. Did you notice, Callus? His gift was the ability to talk with objects. This helped him when he was working for the Empire. He would modify the experimental magnet, all the while discussing theories and results with it. I heard my grandmother, Georg's mother, lost her way in the lava caves when she was young. As you know, one of the end magnets was sealed there. Though Georg's mother didn't notice, the power of the evil god must have tainted her. When Georg was born, the taint was passed on to him. Back then, Georg was totally obsessed with his experiments. They took precedence over everything else. It was almost as if he was possessed. In retrospect, the power of the End Magnus may have been driving him. 2 years ago, having learned the truth about the lab accident, Geldoblame gave the... You betrayed him and made a fool of him. He was simply infuriated. Geldoblame had completely forgotten about the events of a decade ago, and even had doubts as to whether Bjorg's experiments were valid. I would have wanted to bring Bjorg back to the Empire and have him renew his research. Oh well. Enough talk. Amy, Balon, we shall proceed. Just give the word. Und wenn ich mich nicht täusche, war das der Kampf, der so richtig, richtig zum Kotzen war. Ready when you are. Ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass man zweimal gegen die komplette Truppe kämpft, aber ich wusste es nicht mehr hundertprozentig. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, ich könnte das ganz gut hinkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Genau das gleiche, weil die Schutzgeist-Moves kommen so selten. Ich
das Geräusch ist, ich hoffe, das Geräusch bleibt jetzt nicht die ganze Zeit. Oh, zum Glück, das wäre ja sowas von nervig gewesen. Alter. Okay, die hat volle neuen Angriffe. Das könnte der Grund sein, warum der Kampf so schwer in meiner Erinnerung und wahrscheinlich auch wirklich schwer war. Ich werde mich auf Amy zuerst konzentrieren. Dann auf Fallon und zum Schluss auf Giacomo. Denn die beiden sind unheimlich nervig. Oh. Ah, okay, richtig. Das Spiel merkt sich ja, wen ich angegriffen habe. Zum Glück. Das war wenigstens ordentlich. Ja, wollte ich gerade sagen, der dürfte Feuerangriffe haben. Und im Gegensatz zu Amy greift er wieder so unglaublich langsam an. Er hat halt alle Zeit zu verteidigen, aber die Power dürfte nicht so schlimm sein. Ich schätze mal, wenn der seine Spezialattacke rausholt, geht's ab. Ah, dafür darf er zweimal angreifen. Das ist auch gleich mehr, weil ich das komplette Feuer halt nicht blocken konnte. Ja, genau, das will ich, dass er mehr Angriff hat. Selbst der hat halt 6. Und sein Warblazer, genau, der hatte, glaube ich, auch noch einen Spezialeffekt. Ja, ich brauche die Hand gerade, wie sie ist, glaube ich. Ja, ja, ist gut, ist gut. Allerdings muss sie so natürlich auch schnell, glaube ich, ihre Hand mischen. Natürlich. Natürlich. So, die Barry, mein Freund. Ich hab das für dich. Ja, okay, ich bin tatsächlich gerade etwas abwesend, mal wieder, das weiß ich, aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, da ich nicht sicher bin, ob ich das in... Ach, verdammt. Wieder nicht hingeguckt. Und das bei so einem eigentlich ganz guten Angriff. Okay. Immerhin 5er Straight, das sollte einiges von dem Feuer abfangen. Fast die Hälfte. Mensch, Junge, reiß dich doch mal zusammen. Nein, kann ich überhaupt mehr Feuerschaden nehmen? Ich brenne doch schon. Darf ich auch mal irgendwann angreifen? Danke.
schon wieder. Na ja, okay. Ich konzentriere mich auf Giacomo und Amy. Machen wir es so. Ich hoffe, ich würde sich nicht wiederbeleben. Das wäre so zum Kotzen. Und, oh, okay, sie kann heilen. Und kann ihre Verteidigung hochsetzen. Beides nicht so cool. Auf jeden Fall Angriff untersetzen ist eine sehr, sehr gute Variante bei ihr. Durch die Menge an Angriffen ist das nämlich gar nicht mal so harmlos. Ach, danke, dass die Sonne fast hinter dem Haus ist. So sehe ich wenigstens was. Natürlich habe ich gerade keinen passenden Gegenstand. Dann muss ich gleich mal nachgucken, wer gerade stürzt. Oh. Sascha streamt gerade. Aber er streamt eigentlich gerade so ziemlich jeden Abend, daher ist das auch keine Besonderheit. Ich war gestern in einem Minecraft-Stream mit dabei. Gestern bedeutet der 21.8. Wobei das ja viel, viel später hochgehen wird. Zu eurer Information. Und hat Spaß gemacht. Ich habe nicht mitgespielt, sondern ich habe nur im Teamspeak mitgequatscht. Da habe sehr, sehr viel Quatsch geredet. Also massiv viel. Und das war lustig. Ich habe ganz komische Bilder in die Köpfe der Leute gesetzt. Glück gehabt, dass ich dieses Schild noch gezogen habe. Eieieiei. Wie hoch willst du deine Verteidigung noch setzen? Okay, war ich zu langsam, aber sollte nicht allzu schlecht gewesen sein. Großartige zu. Ah, verdammt! Oh, ich muss genauer hingucken bei den Dingern, die sich ständig wandeln. Super, ganz viele Karten gerade verschwendet. Okay, tschüss hier, schönen Wasserpaddel. Aber ich brauche euch gerade. Wow, null. Ich hätte ehrlich gesagt gern Giacomo in irgendeinem Fighting Game. Es war super langsam. Aber irgendwie hat er was. Ich glaube, man muss ihm dann so 3000 Dutzend Moves dazu erfinden, aber. Aber an und für sich ist das halt einfach ein cooles Spiel. Also generell, ich würde gern ein paar Charaktere aus manchen Rollenspielen in Fighting Games sehen. Da bin ich ja sehr froh über die Tales of Rai, wo man ja quasi so ein Action-System hat, wo man das nutzen kann dafür. Ey, wie viel hatte ich von den Dingern? Da. Hass erfüllte Puppe. Sieben, eins,
7-1. Ja. Mist. Und 117, das ist der neue, gibt's das als Notruf? Okay, Amy ist raus. Sehr schön. Ja, ich habe eine Frau so lange geprügelt, bis sie am Boden sitzt. In einem Rollenspiel, wo sie viel mehr auf mich eingeschlagen hat. Also, ich schätze schon, dass wir es schaffen, so wie ich das gerade bemerke. Aber vorhin haben wir halt überhaupt noch keinen Schaden gemacht. Was mir nicht gefällt. Und wir verbraten ziemlich viel. Also, was so? Ich trinke mal einen Schluck. Wow, der Kampf geht schon fast 20 Minuten. Was heißt fast? Wahrscheinlich eher so 16, aber die Folge ist dann doch länger geworden, als ich dachte. Mist. Oder beziehungsweise die Folge ist dadurch ja dann auf jeden Fall länger, weil er sich hier zieht. 500 Damage. Hey, Maggie Berry. Use this. So, passt. Here. How about this? Ja, sieht auf jeden Fall schon mal erheblich besser aus. Kellis fällt aus die Runde und 3, 4, 5. Ja, okay, ich gehe einfach gleich auf Jacob und Fallon zuletzt. Wobei Fallon schon stresst. Durch den Angriffsschub, den er kriegt. Oh, danke. Was konnte er nochmal? Ja, okay, er ist ein bisschen wie Abyss aus Soul Calibur. Und der ging mir wahnsinnig auf die Nüsse. Mochte nicht. Sassanamel fand ich großartig als Charakter, einfach mit der Sense. Das war eine gute Erweiterung einfach. Und dann kam... Dann kam der noch dazu und das fand ich doof, weil es war fast der gleiche Kampfstil, plus Übermoves, plus ich glaube es war noch ein bisschen schneller. Oh, der hat zwei Specials. Ja, ich fress deine Peitsche. Moment. Nee, mache ich nicht. Und Wasser, Beile, also Eisbeile auf den Kopf. Ich alte Eisbein auf den Kopf. Hier mit Essen werfen, das nicht heilt. Das, obwohl, ich habe ja vergiftetes Fleisch, das könnte ich ja machen. Wie ich gerade mich selber in Gedanken korrigiert habe. Diese Flammenanimation bei dem Schwert ist so krass. Das ist so Feuerwerk, was über den Gegner explodiert. Oh, nur minus 50, nicht minus 80. Bin ich ja überrascht. Ja, sterben sollte eigentlich jetzt in den nächsten Zügen keiner. Da kann ich den ruhig zum Normalheilen verwenden.
Tut nicht weh. Immer noch nicht. Schade ist, dass die mich auch noch zur Abwehr nehmen können. Aber jedes von den Teilen muss halt irgendwie seinen Vorteil haben. Aber ich finde, das Schwert sollte wieder besser werden. Endschlag. Wobei, jetzt, wo mir auffällt, der Vergleich mit Abyss ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, denn immerhin ist beides bei Namco erschienen. Monolith gehörten damals zu denen. Na los, los, komm schon, und schon wieder der. Imperiale Gewalt. Hab dann erstmal den Namen überlesen, beziehungsweise gerade nicht hingeguckt. Ja, ja, ihr mögt Kellis nicht, das habe ich schon verstanden. So, weniger Angriff kann ich nicht schaden. Boom! Oh, er geht schon langsam in Richtung Boden. Sehr langsam zwar, aber er tut es. Oh, er verteidigt sich nicht. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Was, dass du von einem Fischer niedergeprügelt wurdest? Wenn der mich jetzt alleine kriegt, ja, das wäre so abgrundtief peinlich. Nee, dafür macht er nicht genug Schaden. Ja, es hat funktioniert. Wie viel? Sehr schön. Super gemacht, Kleine. Ja, ich rede manchmal mit meinen Charakteren. Ist das so schlimm? Oh, ich du. Schon wieder das Black Lair, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So mehrfach mischen muss man eigentlich in fast keinem. Muss man eigentlich wirklich nur in den richtig langen Bosskämpfen. Zu dem der ja hier anscheinend dann gehört. Ja. Sind wir fast 30 Minuten. Läuft. Jo, Mädchen. Den kriegst du. Und mal wieder zu langsam. Say cheese. Käse. Ich werf dir einen Pfirsichjungen ins Gesicht. Okay, er hängt schon in den Seilen, aber er hat noch einen verzweifelten letzten Angriff. Ja gut, der war eher schmächtig als mächtig. Hier. Wenn das jetzt gereicht hätte. Schade. Ja, hat wieder funktioniert. Das Rüstungszentrum voll und zwar ich mal mega geil. Aber ich habe bisher nur eine Serena Cosplayerin gesehen. Aus Band kann es noch sonst keinen weiteren. Ach kommt Leute, tut doch nicht so.
well is not good enough. Can't you do any better, Karras? Ich habe das dumpfe Gefühl, gleich passiert was Episches. Give my regards to Georg and Fee. Fee. Von wem nehme ich denn das Bild? Von Follon, der ist fotogener.